herzlich willkommen zum Europa-Magazin live hier im Ersten. Ja, solche Bilder, die machen schon Lust auf Winter, oder? Wenn da nur Corona nicht wäre. Die Infektionszahlen gehen hoch und jetzt auch noch Omikron. In Österreich sind Hotels und Restaurants in den Skiregionen im Lockdown. In der Schweiz dagegen Ski und Rodel gut. Dabei sind dort nur 65% der Bevölkerung doppelt geimpft. Es gibt weniger scharfe Corona-Regeln als bei uns, die allerdings konsequenter kontrolliert werden. Und der Widerstand gegen diese Regeln, der ist groß. Heute Vormittag haben die Schweizerinnen und Schweizer darüber abgestimmt, ob das sogenannte Covid-Zertifikat, das man vor jedem Restaurantbesuch vorzeigen muss, wieder abgeschafft werden soll. Ganz frisch jetzt die erste Prognose: Nein, soll es nicht. So oder so gilt aber freie Fahrt für freie Skifahrer. Johanna Wahl berichtet. Sonntag, der 10. April 2022. Eine Woche vor Ostern. Das wird der Tag sein, an dem Frankreich darüber abstimmt, wer zukünftig an diesem Schreibtisch hier im Élysée-Palast Platz nehmen darf. Der Tag der Präsidentschaftswahl. Wenn die Umfragen recht behalten, hat Emmanuel Macron gute Chancen, wiedergewählt zu werden. Trotzdem gibt es bereits jetzt einige Überraschungen im beginnenden Wahlkampf. Und die haben mit diesem Mann hier zu tun, Éric Zemmour. 63 Jahre alt, er stammt aus einer Familie mit jüdisch-algerischen Wurzeln. Doch seine Agenda, die ist so ganz anders, als diese Wurzeln vermuten lassen würden. Denn dieser Mann ist nicht nur rechtskräftig verurteilt wegen rassistischer Diskriminierung, er verschiebt bereits jetzt den Wahlkampf in Frankreich nach rechts. Und das, obwohl er noch nicht mal seine Kandidatur erklärt hat. Sabine Rau. Frankreich als militärische Atommacht und auch in puncto Energieversorgung setzt Frankreich ganz auf Atomkraft. Was das auch für uns hier bedeutet, Stichwort Taxonomie. Das schauen wir uns gleich an. Vorher zu einer anderen Frage in dem Zusammenhang. Woher kommt eigentlich unser Strom? Ja, klar, aus der Steckdose, haha. Aber davor meine ich natürlich. Wir in Deutschland setzen ja vor allem auf regenerative Energie. Aber ganz so einfach ist das dann doch nicht, wie Markus Kastanis zeigt. Und davon wird zukünftig noch mehr produziert. Vor zwei Wochen erst hat Emmanuel Macron den Bau neuer Atomkraftwerke angekündigt. Parallel dazu soll die Entwicklung erneuerbarer Energien fortgesetzt werden. Und jetzt wird's interessant, denn alles zusammen, die erneuerbaren Energien, Gas und Atomkraft, sollen gemeinsam zu nachhaltigen Energieformen erklärt werden. Und zwar im Rahmen eines Klassifizierungssystems, das Anlegern helfen soll, grüne Investments zu finden. Taxonomie nennt sich das Ganze. Und diese Taxonomie, die könnte zu einer sehr paradoxen Situation in Europa führen. Michael Grütz berichtet. So sieht ein Traktor aus, oder? Kennt jedes Kleinkind aus dem Bilderbuch. In Schweden lernen Kinder aber ganz schnell noch eine andere Art Traktor kennen, den sogenannten EPA-Traktor. Der wird sogar im Video des schwedischen Rappers Kitok besungen. Ja, dieser EPA-Traktor, der ist ein äußerst beliebtes Tuning-Objekt für Jugendliche, besonders begehrt bei unter 18-Jährigen, denn dieses Fahrzeug darf schon mit 15 gefahren werden. Es war eigentlich mal als billiger Traktorersatz für Leute auf dem Land gedacht. Eigentlich ein umgebautes, normales Auto ohne Rücksitzbank, das nicht schneller als 30 km/h fährt. Doch heute wird das Kultgefährt ganz anders genutzt, wie Christian Blenker zeigt. Es ist noch nicht so lange her, dass Spanien eine Diktatur war, bis 1976. Das vergisst man ja oft, denn es entspricht so gar nicht dem Bild, das man so allgemein als Spanienurlauber im Kopf hat. Und auch in Spanien selbst werden Erinnerungen an diese Zeit gerne unter den Teppich gekehrt. Sie sind einfach zu traumatisch. Allein 100.000 Tote des Bürgerkriegs sind bis heute nicht gefunden. Und lange hat auch kaum jemand nach ihnen gesucht. Jetzt hat die spanische Regierung einen Gesetzentwurf vorgelegt. Der Staat soll künftig verpflichtet sein, nach diesen Opfern zu forschen. Bisher haben das, wenn überhaupt, private Initiativen getan. Mein Kollege Stefan Scharf hat eine alte Dame begleitet, die jetzt, nach mehr als 80 Jahren, die sterblichen Überreste ihres Vaters gefunden hat.